Bete ein Rückkehrer Randy Fram, das hat er mit seiner Rolle Theo gemeinsam. Bete ein Rückkehrer Randy Fram sprach in einem Interview nun über seine Rolle als Theo. So sieht der Schauspieler viele Gemeinsamkeiten, aber auch einen großen Unterschied zwischen sich selbst und seinem Charakter in Berlin, Tag und Nacht. Hat er etwa auch eine dunkle und böse Seite? Alle weiteren Informationen gibt es hier. Plus Berlin, Tag Nacht gibt's auch auf www.fno.de zu sehen. Bei Berlin, Tag und Nacht spielt Randy Fram Theo. Das hat der Darsteller mit seiner Rolle gemeinsam. Fans vor Berlin, Tag und Nacht werden sich über diese Rückkehr wohl sehr freuen. Theo ist wieder in Berlin, um Schwung in die WGs zu bringen und vermutlich auch für neuen Soft zu sorgen. Er möchte zwar in erster Linie seinem Seriensohn Janis mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber seine Anhänger werden wissen, Theo kann auch ein richtiger Bösewicht sein. Der Mann hinter dem bärtigen und bärbeißigen Charakter ist Darsteller Randy Fram, der 2017 zunächst aus der Serie ausstieg und sich jetzt darüber freut, wieder am Set zu sein. Sein Comeback bei Bete an nahm Kuxi zum Anlass, um mit ihm über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Schauspieler und seiner Rolle zu sprechen. Dabei gibt es klare Parallelen zu Randy, denn ich komme aus Hamburg und bin Vater, sowohl in der Rolle als auch privat, betonte er im Interview. Privat böse oder lieb, diese Charaktergemeinsamkeiten sieht Randy Fram mit seiner Bete in Rolle. Was die charakterlichen Eigenschaften betrifft, scheint es zwischen Theo und seinem Darsteller Randy die ein oder andere Gemeinsamkeit zu geben. Auch wenn seine Antwort wohl nicht so ganz ernst gemeint ist. Innerlich bin ich auch privat böse, äußerlich aber nicht. Insgesamt bin ich aber nett und lieb, so der Tattoo-Fan. Aber einen wichtigen Unterschied sieht Randy Fram auch. Die Rolle Theo ist manchmal sehr sensibel. Das bin ich aber absolut nicht als privater Mensch. Ob der private Randy sein Licht vielleicht ein bisschen unter den Scheffel stellt? Jedenfalls sind wir schon gespannt, was seine Bete in Rolle wieder ausheckt und welche Intrigen Theo als nächstes spinnen wird.